Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute habe ich einen alten Bekannten, ja vielleicht sogar Freund vor mir sitzen, Feruz Khan. Wir kennen uns schon, wir haben es vorhin festgestellt, seit 2017. Ja, genau, da haben wir einmal miteinander gesprochen, noch bei RT, der fehlende Part, hat ein kleines Porträt über dich gemacht. Ich stelle dich jetzt trotzdem nochmal für die Zuschauer vor. Du bist unter dem Alias Achse Ost-West auf YouTube unterwegs. Du bist Kritiker der Migrationspolitik, AfD-Wähler. Ingenieur, ne? Du hast ja fertig studiert, also genau. Du arbeitest mittlerweile auch, du gehst einer ordentlichen Arbeit nach, tatsächlich? Den Job habe ich nicht mehr, also ich bin mittlerweile hauptberuflich als YouTuber tätig. Ach, du machst es jetzt hauptberuflich, ja. Okay, aber du hast was Ordentliches gelernt, immerhin. Ja. Früher hast du in Dresden gewohnt, heute, darf man das sagen, wo du wohnst? Immer noch im Osten Deutschlands. Im Osten Deutschlands, ja. Und bist eben schon sehr lange in der kritischen YouTube-Szene unterwegs. Und apropos Dresden, ich möchte hier noch einmal die Firma erwähnen, die meinen Kanal auch unterstützt. Das ist die Firma Hörner aus Dresden. Ostern ist um die Ecke und da möchte ich euch noch mal ans Herzen legen, vielleicht ein Geschenk für eure Kollegen, den Vater, zu machen. Ich habe ja gehört, dass du deinem Vater ein Geschenk gemacht hast. Ja, ja, zum Ende des Jahres. Und das könnt ihr auch gerne machen. Ich liebe diese Schreibwerkzeuge. Ich schreibe damit jeden Tag. Der Tintenroller ist mein Favorite. Ich schreibe Tagebuch. Ah, ja. Und mit dem Rabattcode JASMIN10 kriegt ihr 10% auf euren Einkauf. Also unterstützt gerne die Firma Hörner aus Dresden. Die unterstützt nämlich auch meine Inhalte. Ich finde es eine Win-Win und finde es eine super Sache. Es fühlt sich manchmal immer ein bisschen komisch an, so Promo zu machen, muss ich dir sagen. Naja, das geht Hand in Hand, ne? Ja, aber es ist irgendwie auch wichtig. Machst du eigentlich so Kooperationen auf deinem Kanal? Ja, wenn ich mir das auch inhaltlich vorstellen kann, ne, Philosophie übereinstimmt, dann bin ich auch dafür zu haben. Ja, ja, ich glaube, weil ich manchmal so unter den Videos kriege, ja, Werbung passt ja überhaupt nicht. Und dann frage ich mich manchmal, ja, wie stellt man sich das denn vor? Mhm. Und natürlich, man kriegt ja auch Unterstützung, so also Spenden bzw. Schenkungen. Ja, und das, ich bin so dankbar dafür. Und gleichzeitig muss man gucken, man muss sich ja irgendwie so divers aufstellen. Und da habe ich halt gedacht, dass ja, so eine Firma, so ein Mittelständler aus Dresden ist eigentlich geil. Also ich habe das schon bewusst ausgewählt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ich benutze die Sachen gerne. Also ich habe mich manchmal so das Gefühl, ich möchte mich gerne rechtfertigen. Aber dafür. Du kannst es persönlich vertreten, das merkt man, ja. Ja, total. Ich mag die Produkte, ich finde sie super und freue mich natürlich, dass du deinem Vater auch... Mein Vater ist auch zufrieden, ja. Also ein Testimonial hier von Feruz' Vater, finde ich super. Gut, damit ist das Thema abgehakt. Jasmin 10 ist der Rabattcode. Ich sag's nur nochmal hier und alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Danke, dass du das auch ertragen hast. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe jetzt so viele Notizen gemacht. Ich habe übrigens auch die Community gefragt, dass sie Fragen stellen können an dich. Da gab es einige, kommen wir auch noch dazu. Ich glaube, das Aktuellste, was ich mir angeguckt habe, war das Thema zu der militanten Veganerin. Mhm. Ja, ich weiß, normalerweise redest du immer nur über Migration und Ausländer, bla bla bla. Genau. Also vielleicht mal ein anderes Thema. Und ich muss dir sagen, ich war fast ein bisschen verärgert am Ende des Videos. Du sagst nämlich, dein Fazit war, es gibt keine Argumente, nicht vegan zu sein. Sie hat recht. Wie kommst du darauf? Unterm Strich hat sie recht. Also ich habe mir das ganze Geschehen angeschaut über Monate hinweg, ne? Und dann habe ich eine Diskussion verfolgt mit Schlummer Finkelstein, hat sie tatsächlich diskutiert. Das fand ich sehr, ja, habe ich lang ersehnt, diese Diskussion. Ne? Und ich war zunächst auch, ich kann das als Vorwort dazu sagen. Ich sage das nicht, weil ich irgendwie den Anspruch habe, dich jetzt zu überzeugen. Ich sage das aus meiner Perspektive. Die Diskussion habe ich mir angeschaut und ich war auch auf Schlummers Seite. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht vegan. Und ich wollte ein Antwortvideo machen gegen sie, um die Diskussionspunkte von Schlummer zu untermauern. Und während des Prozesses habe ich irgendwann mal rekapituliert, was ich unterm Strich an Argumenten habe und das mal im Verhältnis gesetzt zu dem, was sie hat. Und so kann man es kurz zusammenfassen. Sie hat recht. Also das Thema ist auf vielerlei Hinsicht sehr interessant und hat eine... Also, aus psychologischer Hinsicht fand ich das sehr interessant, auch diesen Prozess in mir zu beobachten, was mit mir passiert, warum ich mich gegen bestimmte Entwicklungen wehre oder bestimmte Erkenntnisse nicht annehmen kann oder will. Am Ende war es halt so ein Wertungsprozess. Ich habe das sehr, ja, sehr intensiv erlebt und ich will gar nicht so klingen wie jemand, der religiös erleuchtet wurde oder sowas. Ein bisschen. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es so rüberkommt. Aber es ist ja okay, auch wenn es denn so wäre, ist es okay. Aber bist du jetzt vegan? Es ist, komme ich gleich dazu, es ist tatsächlich
eine rein rationale Angelegenheit. Eine Religion ist für mich eine spirituelle Angelegenheit, bestenfalls. Wir reden hier von rationalen Argumenten. Wir reden von anderen fühlenden Wesen, die genauso Schmerz spüren können wie wir. Eigentlich gibt es da für mich nicht mal eine Diskussionsbasis. Es gibt noch nicht mal eine Diskussionsbasis. Der einzige Grund, weshalb wir hier einen Diskussionsraum eröffnen, ist, weil es halt über Jahrhunderte tradiert ist und wir uns daran gewöhnt haben. Zu deiner Frage? Ja, seitdem bin ich vegan. Seitdem, tatsächlich, während des Videoprozesses, während des Machens, habe ich irgendwann gemerkt, sie hat recht und bin quasi von dem Prozess, ein Video gegen sie zu machen, in den Plot-Twist gefallen. Ja, also ich habe es versucht, sie zu widerlegen, aber ich kann nicht. Und wenn sie recht hat, dann gebe ich ihr recht. Also, da würde ich sagen, dass rein biologisch evolutionär betrachtet ist der Mensch dafür gemacht, Fleisch zu essen. Mhm. Und ich finde, dass die Argumente wirklich überzeugend sind, weil es gibt keine indigenen Völker, die vegan sind. Verstehst du? Es gibt sie nicht. Sie existieren nicht. Mhm. Ja? Zumindest mit der Recherche, die ich gemacht habe. Ich bin da auch sehr offen. Ich habe auch nichts gegen vegane Ernährung, aber ich habe festgestellt, dass da ganz viel Propaganda verbreitet wird über die Tatsache, dass Menschen mit einer rein pflanzlichen Ernährung über einen langen Zeitraum hinweg, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, ja, wirklich gesund und nachhaltig leben können. Menschen brauchen tierische Proteine. Jeder Veganer muss supplementieren, das sagt schon alles. Ja. Und damit mindestens das. Aber es gibt dann auch noch andere Bereiche und da kennen sich natürlich Leute, die das andere extreme Spektrum abdecken, also die Karnivoren. Ich habe auch einen Freund von mir, der isst nur noch Fleisch, aber natürlich auch sehr, er achtet sehr darauf, woher das kommt. Ja. Und ich meine damit auch nicht, dass jetzt jeder irgendwie dieses Processed Fleisch essen soll. Also ich rede nicht von Wurst oder sowas, ich rede von gutem Fleisch. Mhm. Ne? Und alle Veganer, die ich kenne, und ich habe in meinem Umfeld mindestens 3. Okay? Und ich finde, das ist schon relativ viel. Es sind mehr als so, weißt du, wenn du es jetzt runterrechnest. Unterschiedlich. Genau. Ja. Alle essen wieder Fleisch. Und die waren 10 Jahre lang vegan. Und alle essen wieder Fleisch. Und es gibt nämlich auch wirklich, also ich war auch mal vegan. Nicht so lange, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Ich kann das nicht mehr unterstützen sozusagen. Und damit meine ich natürlich, ich verstehe natürlich das Argument, was die Tiere angeht. Das mit den Haltungsformen, industrielle Fleischproduktion und so weiter, ist eine Massentierhaltung, danke, ist eine Katastrophe. Das sind 99%. Genau, und das ist ein Problem. Das geht auch mit in die Landwirtschaft. Viele Landwirte wollen das gar nicht machen, müssen es aber machen, um profitabel zu sein. Das ist ein Problem, 100%. Aber du würdest an sich von deiner Intention her dafür plädieren, dass wir das abschaffen, auf lange Frist? Also die industrielle Landwirtschaft ist schlecht für Tiere und auch für das Fleisch tatsächlich. Also, aber ich kann nicht unterschreiben, dass Menschen wirklich großflächig vegan sind. Ich glaube, dass wir dann Krankheiten sehen werden, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, dass sie existieren. Und ich will damit nur sagen, dass dieses Thema tierische Proteine, tierisches Eiweiß, tierisches Fett übrigens auch, sind so essentiell für den Menschen. Wie gesagt, ich habe es auch in meinem Bekanntenkreis gesehen. Mhm. Es ist wirklich krass. Also um die Gesundheitsfrage da abzukürzen, da habe ich ja die Beweislast. Nicht du musst mir beweisen, dass es ungesund ist. Nee, weil viele Leute sagen ja, dass man auch diese ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat aufgrund von tierischen Produkten und so weiter. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil die Menschen, wenn du eine Standard American Diet nimmst, die essen allgemein Scheiße. Du redest von Omnivoren, ich rede von ist vegan, also kann man vegan sein und gesund sein? Da habe ich ja für einen gewissen Zeitraum ja, aber nicht langfristig. Das also, ist meine, das sage ich. Was wäre langfristig? Wären Ab zehn Jahren. Ja. Also, da fängt es an, da wirst du es auch sehen. Dafür müsste ich denn die Beweislast haben, ich müsste dir jemanden zeigen, der 10 Jahre vegan ist und gesund ist. Mhm. In individuellen Fällen würde ich einräumen, gibt es Leute, die das nicht können, aber es gibt halt auch die Fälle, die das können. Und wenn du sagst, indigene Völker, ja, ich predige vegan, ich predige sowieso nicht, aber ich halte den Veganismus auch nicht für eine universelle Idee, also dass man das immer und überall hätte machen können und machen kann, sondern wir leben jetzt hier und jetzt, wir leben nicht im Dschungel, wir leben hier in Deutschland und also wenn ich mir das halt vergegenwärtige, es ist auch, das meinte ich, das hat so viele verschiedene Facetten das Thema, wenn ich über Tierleid spreche, ne? Ich habe auf meinem Auto schon länger, bevor ich vegan war, diesen Aufkleber, ich bremse auch für Tiere. Für Tiere bremsen, aber andere Tiere essen. Ne? Es ist eine Heuchelei. Es ist irgendwo eine Doppelmoral. Das ist auch anderweitig festzustellen. Ne? Die eigene Katze streicheln, aber währenddessen Hähnchenbrust essen oder sowas. Ne? Also es ist eine Doppelmoral, bei der ich mich erwischt habe.
Die Gesundheitsdebatte kann man, wie gesagt, abkürzen. Und in Deutschland ist es möglich. Es ist nicht nur möglich, es ist mittlerweile ziemlich leicht. Und ich würde aber auch sagen, zum Beispiel, du redest von, und ich weiß gar nicht, ob das die Zuschauer interessiert, aber mich hat es schon mega getriggert, du redest von Massentierhaltung. Auch unser Obst und Gemüse wird massenhaft hergestellt. Wir reden hier nicht, weißt du, das Problem allgemein ist, dass das alles sehr nährstoffarm ist, was wir konsumieren. Also Massenproduktion ist ja nicht das Problem. Doch, das ist ein Problem. Wieso? Weil du hast Monokulturen, dieses Obst und Gemüse, das kultiviert wird, wird in einer Masse produziert. Das hat auch erstmal nichts mehr mit dem Ursprung zu tun. Ja. Die sind auch quasi, haben sich entwickelt oder wurden entwickelt, kann man so sagen. Das heißt, auch da ist nicht... Das ist nicht so gesund und so toll und so wunderbar, wie es oft dargestellt wird. Ne? So. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das ist so der Trugschluss. Alle denken so, ja, Obst und Gemüse muss gut sein, aber das stimmt auch nicht. Nein, das meinte ich nicht. Ja. Das ist nicht der entscheidende Punkt, weil es geht mir nicht... Veganismus hat drei Aspekte. Entweder du machst es für Klima, Umwelt, du machst es für Ernährung, Gesundheit oder du machst es für Ethik, Moral. Oder alle drei. Oder alle drei, aber mein Punkt ist der Ethik, Moral. Okay. Also, dann ist der andere Rest egal. Genau, du kannst mir eine genmanipulierte Tomate geben, die so groß ist. Also wer leidet denn darunter? Ja, dein Körper langfristig. Ja, genau, sicherlich. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem eigenen Körper, solange das in dem Rahmen passiert. Ne? Also, aber ein Kehlenschnitt oder Kükenschreddern oder sowas, das steht eben keinerlei Verhältnis zu einer zu einem Apfel oder zu einer Banane, die heute nicht mehr so aussieht, wie sie ursprünglich mal aussah. Also so machst du deine Gefahrenabwägung sozusagen. Also ich hoffe, die wird es weiterhin gut gehen. Ich verfolge das auch selber gespannt. Ich sag dir ehrlich, du hast vollkommen recht. Ich habe auch eine Verantwortung gegenüber meinem Körper. Ich würde da auch die Linie ziehen, wenn es mir schlecht geht. Ne? Das kann ich nur herausfinden. Und das sind die Fälle, die ich kenne. Die hatten Appetitlosigkeit massiv. Und du hast es einfach, es gibt so ein Video von einem Carnivore, der früher vegan war. Natürlich, das sind dann immer so die Extreme. Ja? Das promote ich auch überhaupt nicht. Und da siehst du, es gibt so ein Video, wo Leute, die, weißt du, ein Jahr vegan, 2, 3, 4 und 10, und die sehen halt dann so aus. Und du siehst es im Gesicht. Mhm. Und dann mein Kumpel zum Beispiel, immer wenn er dann Hunger hatte, er hatte nie Lust, was zu essen, aber auf was er immer Lust hatte, ist Chicken. Hähnchen. Okay. Ja? Und das finde ich schon interessant, dass da so dieser Gusto dann einfach wieder da ist. Kann aber auch viele verschiedene Faktoren haben. Natürlich. Ne? Auch, guck mal, allein schon der soziale Faktor. Veganer... Aber in Berlin ist kein Problem. Ja, auch in Berlin ist es die Minderheit. Ja, aber es ist kein Problem, vegan in Berlin. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man... das war eine der bittersten Pillen, die ich geschluckt habe letztes Jahr zum Thema Veganismus. Das heißt, eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, die du nicht mehr zurück, also die ist irreversibel. Ne? Und wenn du das einmal begriffen, wenn du das einmal gesehen hast, ich sag dir, wie gesagt, ich zeig dir nicht, dass das zu sehen ist, sondern ich sag dir nur aus meiner Perspektive, wenn du das einmal gesehen hast, dann kriegst du schon eine andere Perspektive auch auf Menschen, auf andere Menschen, die halt ohne... Mir nichts, dir nichts, Essen und Konsumverhalten an den Tag legen, auf Kosten von anderen Tieren, die halt nicht Deutsch sprechen, die halt vielleicht auf 4 Beinen gehen. Ne? So, darum geht's. Das ist halt das entscheidende Merkmal. Können die genauso spüren wie ich? Eine Schnittwunde in der Tiefe und Größe tut mir genauso wie einem Lamm. Ne? Also welche Rechtfertigung wäre das, dass wir, das bei mir eine gefährliche Körperverletzung wäre, aber bei dem ist es reglementiert und gewünscht, man kann dafür zahlen, kein Problem. Die inhaltliche Debatte, die ist für mich weniger interessant, viel interessanter finde ich die anderen Ebenen, psychosoziale Ebene, hier die Erkenntnisangst, ne? So, wie nennt man das, Reziprozität, all das, all solche Themen, das fand ich sehr interessant und das habe ich halt auch versucht, zu erläutern, zu beleuchten, weil wir das halt diese Thematik auch auf andere Dinge übertragen können. Ich gebe aus meiner Perspektive ihr Recht, weil ich finde, dass sie Recht hat, ob sie linksextrem grün ist, das ist völlig egal. Sie hat, also das könnte auch ein anderes Thema sein. Sie hat Recht, dann hat sie Recht, dann gebe ich ihr Recht. Das ist auch etwas, was ich so ein bisschen der Öffentlichkeit nahelegen möchte, dass man eine Zugeständnis unabhängig vom Autoren macht. Also Wahrheit ist eine Wahrheit unabhängig davon, wer sie ausspricht. Und dass man, wenn wir das nicht machen können, wenn ich ihr nicht recht geben kann, wo sie offensichtlich recht hat, dann brauchen wir von Linken nicht erwarten, dass die uns in anderen Themen, Migrationspolitik, jetzt aktuell die Geschlechterfrage, Klimafrage, Klimafrage vielleicht ist eher streitbar. Die Geschlechterfrage, da könnten wir, also dass es Mann und Frau gibt, da könnten wir mehr Recht nicht haben. Man kann nicht
in dieser Frage könnte man nicht falscher liegen mit dieser Auflösung des Geschlechterkonstrukts. Mhm. Und wir, wenn wir nicht denen Recht geben können, dann können wir auch nicht von denen erwarten, dass die uns Recht geben. Mhm. Über ihren Schatten springen. Das ist halt auch für mich eine sehr interessante Konklusion. Ja, klar. Also ich habe ja auch, also ich finde, das macht Sinn, also auch mit dem Thema Erkenntnisangst, dass man Angst davor hat, die Erkenntnis einer anderen Gruppe oder einer anderen Person auch anzunehmen. Interessanterweise ist das ja jetzt so ein bisschen, diese Lage haben sich ja gebildet durch Corona und man merkt das auch, dass das gerade so stattfindet. Die haben sich verhärtet und keiner will dem anderen Zugeständnisse machen. Die sogenannten Querdenker fühlen sich ja im Recht und die anderen werfen aber, also die anderen wollen dem gar kein Recht geben. Ja? Und die anderen wollen aber Recht behalten und so weiter und so fort. Das war schon immer so. Ja, das war auch in der Migrationsfrage vor Corona so. Ja. Corona, finde ich, sogar hat die Lager ein bisschen aufgeweicht. Extrem viele Linke ins Alternative gespült. Das stimmt, ja. Unweigerlich. Ne, Leute, die so hart vor den Kopf gestoßen wurden, dass die teilweise, also ich habe das in meinem Umfeld erlebt, die haben uns teilweise rechts überholt in Bezug auf Kritik und Skepsis gegenüber der Regierung. Ne, also die würden denen mittlerweile alles zutrauen. Die wollten uns zur Spritze zwingen. Also auf die können wir sowieso nicht mehr vertrauen. Ne? Was vorher, also eine heile Welt ist für viele Menschen zusammengebrochen. Aber ja, grundsätzlich diese Dynamik, dass man den anderen nicht recht gibt, weil er von einem anderen Lager kommt. Unabhängig von den inhaltlichen Argumenten. Das ist halt etwas, was ich kritisieren muss, wenn ich dafür einstehe, dass wir Diskurs und argumentative Auseinandersetzung hochhalten. Das ist halt etwas, wahrscheinlich irgendwo auch naiv, weil es am Ende in vielen Fällen nicht auf Argumente alleine ankommt. Ne? In den meisten Fällen reicht es, die größeren Lautsprecher zu haben. Die haben nicht die Alternativen. Die haben eher das Spektrum im Mainstream bis Antonio Amadeus Stiftung. Witziges Spektrum, das du da aufziehst. Ja. Weil das gar kein Spektrum ist, sondern eins, oder? Nee, war die Antonio Amadeus Stiftung. Ich weiß immer nie, wie ich die einschätzen soll. Antonio, ne? Antonio Amadeus Stiftung. Ja, ich weiß immer nie. Ja, ich habe ja so eine Meinung dazu. Es wirkt auf mich ein bisschen wie so eine, wie so eine Tochterorganisation von dem Verfassungsschutz oder sowas. Ja. In gewisser Weise, weil ich habe die mal gesehen auf einer Demo und das war zugegeben, das war eine ziemlich radikale Demo gegen irgendwie, ich glaube, Migrantenkriminalität. Ich glaube, du warst auch da. Irgendwas in Berlin. Und da war schon ein harter Kern da. Und dann war irgendwie so eine Frau angeblich von der Antonio Amadeus Stiftung, die Fotos gemacht hat von den Teilnehmern. Und es wirkte schon so ein bisschen zwielichtig, muss ich dir sagen. Ja, ja. So, was macht die da? Die macht jetzt einfach Fotos von den Teilnehmern. Das heißt, damit die quasi auch protokollieren, wer so quasi die radikalen Akteure sind. Und es wirkt einfach so ein bisschen aber auch die zwielichtig. Ich denke, das ganze Spektrum hat seine Daseinsberechtigung. Es muss ein Kontinuum geben. Auch die Antonio Amadeus Stiftung hat ihre Daseinsberechtigung. Auch die ja, aber die Funktion ist mir so schleierhaft. Die Stiefel der Herrschenden, die lecken sich ständig von selber sauber. Also auch die muss es geben. Ja, ne? Aber deswegen, ich finde das ein bisschen zwielichtig. Findest du, die muss es geben? Okay, gut. Ja. Ich denke, ja. Also das im Übrigen, die Grenze der politischen Zulässigkeit würde ich halt bei Gewalt ziehen. Ne? Ab dann, wenn jemand zu Gewalt greift, das wäre halt kein zulässiges, legitimes politisches Mittel. Machen die jetzt vielleicht, kann man jetzt nicht nachweisen, dass die das irgendwie... Ja, das stimmt, ja. Das wäre die Grenze und bis dahin muss man das halt erdulden. Das ist so. Mhm. Aber dann gilt es halt natürlich auch umgekehrt für uns. Ne? Aber Leute, die rechts von der Mitte stattfinden, die dann gleich halt, da gibt es einen großen Sprung, dann sind die gleich rechtsextrem. Es darf nicht rechts geben. Ne? Mhm. Und das ist halt, das ist... Ich ziehe mich ja auch davon, ich will da gar nicht. Weißt du, das ist auch so eine Sache, ich frage mich manchmal in der Außenwirkung, ob Leute wirklich denken, ich sei rechts. Mhm. Ja? Und ich habe auch grundsätzlich kein Problem mit dieser politischen Richtung. Für mich ist das irgendwie, ja, es gehört halt dazu, ja. Aber ich finde auch, dass irgendwie diese Rechts-Links-Strukturen auch ein bisschen überholt sind. Ich sag's dir ganz ehrlich. Da bist das du eindeutig, wenn du das einem Linken sagst, weißt du, was er dir antwortet? Was? Ja, da bist du eindeutig rechts. Wer sagt, ich denke nicht in solchen Kategorien. Ja, weil Linke haben kein Problem damit, sich als Links zu bekennen. Ja, okay, ich bin in ganz vielen Hinsichten natürlich nicht links. Allein wenn man marktradikal ist und sagt, schaffen wir den Staat einfach mal, sagen wir mal Minimalstaat, ist man schon nicht links. Natürlich. Ja, ich kann das nicht mehr hören. Dieser Etatismus geht mir so auf die Nerven. Von mir aus könnte das alles reduziert abgeschafft werden. Aber wenn du dich dagegen wehrst, ne, als rechts abgestempelt zu werden oder du sagst, ja, ich bin unabhängig davon oder ich bin Mitte oder ich bin so, ich frage mich, natürlich, ich kann deine Intention nicht beurteilen, aber es könnte, ein Motiv dafür könnte sein, dass man auch ein gewisses Appeasement an den Tag legt, weil man sagt, ja, also die mir den Krieg erklären, mit denen lege ich mich lieber nicht an, ne, und das
meiner Meinung nach ist das ein Fall von toxischer Positivität. Ja, weil ich das, weil wenn mir jemand einen Krieg erklärt, dann antworte ich nicht. Aber ich fühle mich nicht so, als hätte mir irgendjemand den Krieg erklärt. Bin ich delusional oder? Ich erinnere mich an ein Video von Raik Anders zum Beispiel. Mhm. Da hat er dich ziemlich unflätig dargestellt. Also es war sehr. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Okay, aber an Sigmar Gabriel erinnerst du dich, oder? Aha. Ja, zum Beispiel. Ja. Also das war eine klare Ansage. Mhm. Ich würde das. Aber es ist interessant, dass du das so interpretierst, das Sigmar Gabriel-Interview, das es ja leider jetzt online nicht mehr gibt, vielleicht auch gut so. Also ich finde, ich hätte da auch einfach souveräner reagieren können. Ja, ich habe richtig viel gelernt, ja, und habe ja zum ersten Mal mit so einem Minister damals gesprochen. Ich war ja noch relativ jung, muss man auch dazu sagen. Und du hast ja vollkommen recht. Inhaltlich hattest du ja vollkommen recht. Ja, inhaltlich recht. Ja, das aber ist ich ja hätte nachweisbar. Ja, aber ich, also vielleicht für die Leute, die das nicht kennen. Ich habe, wann war das? Das war zur Bundestagswahl damals 2017. 17. Ach, danke. Damals halt noch relevant, ja. Ja, ja. Der hat sich ja zurückgezogen aus der stimmt. Politik. Und wir hatten ein Interview geführt und es war auch der erste und einzige Minister, den ich jemals interviewt habe, war Außenminister zu dem Zeitpunkt und ich habe dann eine Aussage von ihm zitiert, wo er sagte, zum ersten Mal sind wieder Nazis im Bundestag. Sprich AfD. Genau, die AfD. Und dann hatte ich halt, und weil das war auch so interessant, wir hatten nämlich einen Clip zu diesem Thema gemacht und habe dann auch festgestellt, wow, es waren ja tatsächlich mal Nazis im Bundestag. Ja. Also, und ich verstehe auch, warum. Per Definition, weil sie NSDAP-Mitglieder waren. Genau, NSDAP-Mitglieder waren nach dem Dritten Reich, nach der Auflösung des Dritten Reiches. Bei den Grünen, bei der FDP, genau, CDU, SPD. Eigentlich in allen Parteien. Ja, fast allen. Ich glaube sogar Linke, glaube ich, auch, aber Ex-SED damals. Wie dem auch sei, in fast allen Parteien, ja, genau. Hast du recht. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, weil ja schon mal welche Nazis tatsächlich im Bundestag waren. Und darauf hat er sich ja unglaublich echauffiert und das hat mich total verunsichert, weil er aber auch eine sehr autoritäre Ausstrahlung hat. Das muss ich auch mal sagen. Also das ist doch, also wenn du, wie gesagt, in der Situation ist es immer anders als von außen. Ja, ja? Und ich hätte eigentlich, die Reaktion war irgendwie klar, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich ja überhaupt gar nicht so weit denke, dass sowas so provokant ist, ja, so eine Frage. Aber ich wünschte, ich hätte einfach souveräner reagiert. Ich hätte mich einfach zurücklehnen können und ihn da sich abstammeln. Was heißt, nicht gestammelt, aber er hat sich halt so abreagiert an dieser Frage. Wie können Sie nur sowas fragen, ne? Junge Frau. Ja, ja, ja. Ja, auch super paternalistisch, ne? Aber ja, ich finde eigentlich eher, ich hätte einfach besser reagieren können. Ich fand das war keine Kriegserklärung, fandst du? Nicht eine Kriegserklärung, aber schon. Ja gut, immerhin saß er mit dir im Interview und so. Damals waren noch die anderen Zeiten anders. Ja, aber auf jeden Fall. Wenn du dich umhörst, ne, gut, du findest halt auf einer anderen Nuance auf dem Spektrum statt, ne, aber wenn ich mich da umhöre, wie die teilweise, je weiter man auf diesem Spektrum nach links geht, wie die uns vernichten wollen, einfach auslöschen wollen. Die wollen quasi das Vegane stattfinden. Das ist das größte, das ist das höchste Ziel. Da ist nichts mit. Wenn wir für Redefreiheit sind, dann sind die es nur in Bezug auf ihre Redefreiheit. Mhm. Also das ist halt etwas, das kann ich nicht ignorieren, das kann ich auch nicht abtun oder als Basis für eine Freundschaft, für eine neue Freundschaft anerkennen. Das muss ich genauso ernst nehmen, wie das gesagt wird. Und das alles andere halte ich für verantwortungslos an dem Punkt. Vielleicht habe ich mir eine toxisch-positive Bubble geschaffen. Wir alle sind das bestimmt zu einem gewissen Rahmen, sonst würden wir auch verrückt werden. Ne? Also du kannst dich nicht immer mit jedem anlegen, der dich von der Seite an bellt. Aber das ist so ein bisschen, was man durchaus beobachten kann. Also ich habe das sicherlich auch hier und da. Aber ich hüte mich nach Möglichkeit davor. Mhm. Ja, aber du bist ja auch expliziter in deiner politischen Haltung. Findest du, also, ja, ich finde schon. Ja. Ja. Also ich meine, und du hast dir natürlich einen Themenschwerpunkt, Migrationspolitik, ausgesucht, der eben sehr kontrovers ist. Und ich meine, ich habe dieses Thema auch durchgeritten. Ich habe viel gelernt, ja, auch durch diese Migrationskrise, auch mit der Auseinandersetzung mit der Rechten, ja, die sehr viel Kritik daran geäußert haben, teilweise sachlich, teilweise unsachlich, da gibst du mir bestimmt auch recht. Und habe einfach, wofür ich auch dankbar bin, ich habe das Thema Demografie verstanden. Und für mich ist der, ich sag's ganz ehrlich, für mich ist der Drops gelutscht. Diese Diskussion, die führt die Rechte auch intern. Interessante Auseinandersetzung aktuell zwischen der Neurechten und Simon Kissling. Simon Kissling, auch der Neurechten zuzuordnen, hat ein Buch rausgebracht, das Neue Volk. Und das sorgt auch für Furore. Das ist aber eine rechtsinterne Diskussion darüber, weil man sich halt der demografischen Realität stellen muss. Und ähm, ich,
Ich fand das Buch sehr erhellend, ich fand es sehr interessant zu lesen, mutig, dass er so eine neue Idee ranbringt. Ne? Es ging halt darum, dass er so ein bisschen in Aussicht stellt, das war Plan A, aber wenn Plan A jetzt mit der Zeit nicht mehr zu holen ist, dann brauchen wir einen Plan B. Weil gar kein Plan, das ist der Worst Case. Und ich finde das, also der Diskussion bin ich ergebnisoffen gegenüber. Also auch, ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, dass man da sagt, gewisse Dinge sind einfach nicht mehr realisierbar. Und man muss halt auch mal konsensfähige und gesellschaftsfähige Vorschläge machen. Mit den Dingen arbeiten, mit den Möglichkeiten arbeiten, die halt nun mal real sind. Ja, mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Bin ich bei dir. Allerdings frage ich mich halt, ist das... Welches Motiv treibt mich zu dieser Haltung? Ist es mehr, weil ich nach so einem langen Marathon endlich mal etwas, einen konsensfähigen Vorschlag greifen kann und will? Oder ist es, weil es mich auch inhaltlich wirklich abholt, weil es auch vielleicht irgendwo meine Linie ist? Ne? Oder weil ich einfach ausgelaugt bin, weil ich sage, wir müssen ja irgendwann mal auch mal zu einem, ja, zu einem realen, realisierbaren Und was ist denn seine Lösung? Vielleicht zusammengefasst. Ja, dass man quasi, also so, finde ich, drückt sich sehr vage aus in dem Buch, aber ich glaube, was er in Aussicht stellt, ist, dass man sich quasi mit den muslimischen Migranten, das sind die Haupteinwanderergruppen in Deutschland, von denen wir reden, dass man mit denen quasi Allianzen sucht und eine Parallelexistenz schafft, ne, wo man sich arrangiert. Und es gibt ja auch inhaltliche Übereinkünfte und Allianzen. Ne? Ich sage immer, frag mal jemanden, also eine muslimische Frau nach Frühsexualisierung, Gender oder dem dritten Geschlecht, ne? Die wird dir den Vogel zeigen. Also die sind wahrscheinlich noch weiter rechts als die Konservative in Deutschland diesbezüglich. Allein da schon. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist etwas, was man... Aber der Islam steht da im Weg, auf jeden Fall mit der konservativen Rechten. Ist einfach so. Das ist auch diese Überlegung gibt es. Es gibt auch Islamfreunde innerhalb der Rechten. Auch aus unterschiedlichsten Motiven, je nachdem, wie weit man da geht. Aber das macht auch nur Sinn, weil beide sind ja konservativ. Also die europäische Konservative, natürlich hat Europa einen anderen Konservatismusbegriff als der Nahe Osten. Aber die Richtung ist ungefähr dieselbe. Es gibt natürlich Überschneidungen. Genau, darauf kann man aufbauen. Ja. Ja. Ich will noch mal, was ich interessant fand bei dir auf deinem YouTube-Kanal, war deine Reihe zu den politischen Profilen der Migranten. Mhm. Ja. Und du hast ja drei unterschiedliche Profile erstellt, und zwar einmal der Verbündete, ja, dann der Eigennützige und der Selbstdenker. Genau. Und da habe ich mir aber auch die Frage gestellt, ob du nicht auch in gewisser Weise ein Verbündeter bist, nur von der anderen Seite her. Weil verbündet hast du ja so definiert, das sind quasi die Migranten oder die mit Migrationshintergrund, die in dritter, vierter, was auch immer Generation hier leben, die sich mit der Linken verbünden. Mhm. Mit dem Mainstream. Mit dem Mainstream bis Linken. Genau. Der Eigennützige ist, der halt so nach Eigeninteressen handelt. Mhm. Und der Selbstdenker, der eigentlich frei ist von diesem... Alternativ landet. Ja, genau. Das ist die Alternative, das ist ja typisch bleibt, ja. Und da habe ich mir wirklich überlegt, dass du nicht auch der Verbündete bist, aber halt nur auf der rechten Seite. Ja klar, du kannst in dem Kontext auch die Vokabel verbündet benutzen, natürlich. Das war ja nur ein, du kannst es auch anders nennen. Du kannst auch Verbündeten nennen, du kannst auch den Red Pillar nennen oder wie auch immer. Also das ist, oder der Systemling oder sowas, keine Ahnung. Ne? Also um der Begrifflichkeit hängen wir uns nicht auf. Sicherlich gibt es da auch... man kann die Vokabel, also gegen die Vokabel verbünden, würde ich mich nicht wehren. Zumal es ja auch nicht, im Gegensatz, bei den Eigennützigen würde ich nicht vom Verbündeten reden, weil das ist ja ein passiver Akt. Die sind ja einfach da reingeboren, das geblieben, was sie sind. Also da würde ich das nicht sagen, bei den anderen beiden könnte man vom Verbünden reden. Die einen halt in die Richtung, die andere in die Richtung. Aber. Aber da ist ja auch ein gewisser, also, ja, okay, nee, erklär ruhig weiter, bevor ich da nochmal. Ich würde sagen, du brauchst mehr Überwindung. Um in dieser Richtung beim Selbstdenker zu landen. Weil, also das ist weniger Verbünden. Verbünden impliziert ja auch, dass du dich etwas anschließt, quasi auf einen rollenden Zug aufspringst. Ne? Also dass dich einer größeren Sache anschließt, die schon besteht. Bei den Selbstdenkern ist es halt so, wir sind halt der bunteste Strauß. Und du hast dich ja auch, ach so, du meinst, dass die Selbstdenker intern sowieso sehr heterogen sind? Weil ich finde, du hast dich ja auch einer bestimmten politischen Idee irgendwie damit verbündet. Zumindest mit einem, und ich finde auch, dass natürlich man auch sagen kann, dass Rechte natürlich dich auch gerne nutzen, um zu sagen, hey, guck mal, da ist der Pharos, er ist doch so ein Toller. Weißt du, was ich meine?
guck mal, wenn alle, und wenn ich auch diese Kommentare manchmal lese unter deinen Videos, ja, wenn alle so wären wie du, dann wäre es toll. Und ich denke mir so, ja klar, immer, es ist ja immer so, wenn alle so denken wie ich, dann wäre die Welt ein besserer Platz, aber dann wäre sie auch ziemlich langweilig. Erstens das, da zweitens. Aber da frage ich mich halt manchmal, wie das bei dir ankommt, ja, solche Kommentare. Ja gut, also ich mache mir gar keine Gedanken drüber. Das lese ich seit Jahren. Das ist auch nicht realisierbar. Die Realität ist nicht so, dass alle so sind wie ich. Ich bin einer unter 1000, das ist so. Die meisten Ausländer, ich habe heute eine Umfrage hier in Neukölln gemacht, du triffst da die wenigsten Leute, die halt so eine Gedanken, mit denen du alternativ neue Ideen besprechen kannst. Ne? Auch mal, wo es ein bisschen wehtut. Auch mal, wo man sagt, vielleicht stellen wir mal unsere eigenen individuellen ethnischen Interesse beiseite und reden mal über das, was wirklich richtig ist. Wovon wir überzeugt sind, wenn wir unseren Hintergrund beiseite stellen. Ne? Das ist halt selten. Deswegen diese Kommentare, die darüber mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Also, aber es ist richtig, ja. Also ich würde das jetzt gar nicht weiter kommentieren, weil ich das, wie gesagt, ich lese das und das war die Frage, oder? Ja, keine Ahnung. Für mich schwingt da immer irgendwie sowas mit. Ja, was so. Ist ja, schon eine gewisse Ausländer-Skepsis, so im Allgemeinen, das schwingt mit, so nach dem Motto, ja, wenn alle so wären wie du, das heißt rechts- und migrantenkritisch, migrationskritisch, dann wäre es okay. Aber wenn jemand, ein anderer Migrant anders ist, dann ist es nicht okay. Dann soll er weg oder sowas. Ich glaube, das schwingt nicht mit, das sagen die ja offen. Ach so. Also das wäre nichts Implizites. Weil, ja, weil dann reden wir über die Migrationsfrage, ne, auf lange Frist, Demografie und sowas. Die meisten sind halt nicht so wie ich. Das ist eine Tatsache. Die wenigsten, also ich habe ja ein paar Namen genannt, noch weitere, die dem Segment zuzuordnen werden, innerhalb dieser Migranten-Szene, ist das falsche Wort, Sphäre, eine unabhängige Gruppe, ne? Die müssen uns nicht kennen, wir müssen uns nicht mögen oder sowas, aber wenn du Migrationshintergrund hast in Deutschland, dann hat das einen Einfluss auf deine Weltanschauung. Aus deiner politische Positionierung ist so, weil das ist ein Faktor in Deutschland. Offensichtlich, das ist ja rassistischerweise so. Weil normalerweise, ich würde mir eine Welt wünschen, wo das kein Problem wäre. Wo das, was ich sage, auch ein Maximilian sagen könnte. Oder ein Torben. Aber das haben wir vor die Wand gefahren, diesen Diskurs, so weit, dass das auch mittlerweile für mich nicht mehr so einfach ist. Also auch das wird mich jetzt nicht ewig davor fallen, aber bin da schon eher geschützt. Aber trotzdem, spielt eine Rolle, mit welchem Hintergrund du das sagst. Ne? Und das ist halt etwas, was ich ja kritisiere. Also ich wünschte, ich müsste das nicht machen. Ich hab auch in diese Richtung nicht studiert. Ich hatte mir eigentlich meine Laufbahn anders vorgestellt. Das, was ich machen wollte, ich will auch nur meine 80 Jahre so schön wie möglich gestalten. Ne? Das ist ja völlig menschlich. Ne? Auch wenn ich diesen Job sehr mag und den Streit und die Auseinandersetzung mag. Ne? Also das auch genieße, gewissermaßen mit Menschen in der öffentlichen Debatte stattzufinden. Aber der Plan war ursprünglich anders. Ne? Also, dass man sagt, ich mache das, weil weil ich unbedingt provozieren möchte oder der Außenseiter sein will, im Abseits der Gesellschaft. Das aber ist du nicht kommst schon klar damit, auch eben so ein Contrarian zu sein, also so eine konträre Punkte. Ja, ich denke, ich würde sagen, Und du musst ja auch irgendwie etwas Positives da herausziehen, sonst würdest du es nicht machen, weil du sagst jetzt gerade, ich habe es mir auch anders vorgestellt, aber findest du es nicht gut, so wie es jetzt ist? Natürlich, ich bereue es auch nicht. Okay. Ich bereue es auch nicht, aber es ist, wenn man rückblickt, ne? War das, vor 10 Jahren war das nicht denkbar, dass ich hier stehe. Das war für mich gar nicht in Aussicht. Mhm. Ne? Mit Dresden hat sich das verändert. Aber zu dem ersten Punkt, den du genannt hast, dieses Contrarian, weil ich meine, dass ich auch die charakterlichen Voraussetzungen dafür mitbringe. Du brauchst eine gewisse Stressresistenz, ne? Eine gewisse Konfliktbereitschaft, auch eine hohe Toleranz, ne? Auch gegenüber dem Gegner, Verständnisvermögen. Auch gegenüber dem Gegner, weil erst wenn du jemanden verstehst, kannst du ihn erreichen und mit ihm kommunizieren, ihn vielleicht auch widerlegen, weil du weil du die Welt aus seinen Augen sehen kannst. Ne? Und das sind halt alles Dinge, die bin ich reingewachsen, gewissermaßen auch sicherlich ein bisschen was mitgebracht. Das ist, dafür nutze ich das dann halt auch. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe ja Community-Fragen gesammelt, ja. Die sie an dich stellen. Wollen wir ein paar machen? Gerne. Ja. Hast du durch deine Straßenaktionen noch Kontakt mit Menschen, die du überzeugen oder zum Nachdenken anregen konntest?
Ich denke, vielleicht für Kontext, du machst auch dieses, du hast das Format übernommen aus dem US-amerikanischen YouTube, Change My Mind, genau. Was super ist. Ja. Und hast dich auch teilweise in Prenzlauer Berg gesetzt und hast geschrieben, ich wähle AfD, Change My Mind zum Beispiel. Ja. Das war eine These, ja. Ja, eine These, genau. Und die Frage ist, ob du eben mit diesen Personen noch Kontakt hast, die sich mit dir auseinandergesetzt haben. Lass mich kurz überlegen. Einer hat mir hinterher geschrieben, ein einziger hat mir hinterher geschrieben auf Instagram, da ging es um die Impfpflicht, ist totalitär, und der hat sich bei mir bedankt. Das war einer der Gesprächspartner vom Prenzlauer Berg auch. Ansonsten habe ich noch nie was von denen gehört. Mhm. Ja. Aber interessant, einer. Ich finde, das war ein schönes Gefühl, oder? Kann ich ja, mir vorstellen. Klar. Ja, klar. Also, weil ich auch die Situation halt beobachtet habe. Ne? Das war offensichtlich Linker. Das war so dem Tag nach zu urteilen halb schwarz, halb weiß. Ne? Und er kam safe aus der linken Ecke und hat sich dann halt sehr darüber echauffiert, dass er halt mittlerweile diskriminiert wird auf der Arbeit und im Freundeskreis und sowas, weil er sich nicht impfen lassen will. Ne? Und also, wir empfangen diese Leute mit offenen Armen. Ich persönlich, auch zwischenmenschlich, weil ich das halt mag. Ne? Wie gesagt, ich habe eine Toleranzvermögen diesen Menschen gegenüber. Es ist nicht, ich mag es auch, mit diesen Leuten zu sprechen, auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, auch leidenschaftlich zu streiten. Hatten wir vorhin erst in Neukölln, ne? Da habe ich mit jemandem darüber geredet, über die Identitätsfrage. Bist du Türke oder bist du Deutscher? Da kam eine sehr interessante Diskussion zustande. Wann wird das denn veröffentlicht? Das sind Shorts. Das sind ein paar Shorts, okay. Vielleicht die kommende Woche. Mhm. Also das ist... Also auch Achse Ost-West abonnieren, für die paar, die es noch nicht abonniert haben, auf jeden Fall. Genau. Und die Shorts, die gibt es dann nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok und auf Instagram, Twitter und so. Aber das ist halt etwas, was ich persönlich mag das halt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Je anders denken, desto besser. Also, macht Spaß. Es macht Spaß und ich habe auch keine, also ich habe nicht so, das ist halt etwas, was extrem wichtig ist. Ich hab keine Abneigung diesen Menschen gegenüber, in keinster Form eine Abscheu diesen Menschen gegenüber. Menschen, die anders denken. Das ist halt etwas, ein Punkt. Wenn du anfängst, Hass zu entwickeln oder Rachefantasien zu entwickeln, genau das ist spätestens dann solltest du auf konstruktive Art und Weise tätig werden gegen diese Entwicklung und dich der Rachefantasie hingeben. Und ich meine, dass ich das halt früh genug antizipiert habe, die Entwicklung in Deutschland, und halt früh genug mir ein Sprachrohr geschaffen habe, wo ich halt auf vernünftige und konstruktive Art und Weise an der Debatte teilnehmen kann. Mhm. Nächste Frage. Was suche ich mir hier noch aus? Viel zur AfD übrigens. Bist du mittlerweile AfD-Mitglied? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Würdest du auch nie sein? Das schließe ich aus. Okay. Aus welchem Grund? Also im Moment schließe ich das aus. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich habe das für mich, Parteipolitik ist ein, das ist... Aber du wählst, hast du sie letztes Mal auch wieder gewählt? Ja, genau. Okay. Genau, 21, ne? Ja. Und hier ist die Frage, und ich zitiere, ja. Wieso unterstützt du eine faschistoide Partei, die dich sofort ausweisen würde, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte? Ja, das sehe ich nicht. Also die Prämisse der Frage ist schon grundverkehrt. Erstens, faschistoid ist die Partei nicht. Meiner Meinung nach ist es eine demokratisch organisierte und auch demokratisch gewählte Partei. Und das sehe ich nicht, das mit der Ausweisung. Ja, und ich sage grundsätzlich, ich bin sowieso der Falsche, den man mit solchen Fragen adressiert. Ich bin als individueller Fall bin ich der falsche Adressat für... Du bist ja auch deutscher Staatsbürger, oder? Nicht deswegen, Jasmin. Aber das ist ja schon ziemlich grundlegend. Du meinst, dass ich nicht ausweise? Ja, es geht ja nicht. Doch, vielleicht gehen die nach dem Tag. Ach so, meinst du, wenn die dann... Du meint er es ja wahrscheinlich. Ja. Sicherlich, okay, verstehe. Ich denke das nicht. Also selbst wenn es so wäre, ich bin der Falsche, den du jetzt fragst. Weil ich sage, wenn ich auf diese Weise Deutschland vor dem Abgrund bewahren könnte, auf den er zusteuert, indem ich dieses Land verlasse, dann würde ich es sofort machen. Wirklich? Ja. Mir liegt was an. Natürlich hat sich Deutschland auch in den letzten 6, 7 Jahren sehr stark verändert. Im Verhältnis zu unserem ersten Interview. Wir hatten uns ja schon mal in Dresden das Vergnügen gehabt bei einem Gespräch. Natürlich hat sich das verändert. Auch der Patriotismusbegriff, natürlich wandelt er sich auch da in den Kontext mit. Ne? Der Baerbock-Patriotismus ist ein anderer als der Wolfgang-Bosbach-Patriotismus von 2016. Aber für mich gilt das. Ja, für mich gilt das. Wenn das wäre, was es braucht,
damit Deutschland einen vernünftigen Weg wieder findet, auch insbesondere in der Debattenkultur, ich würde das Land verlassen. Also wenn das der Preis wäre, um mich geht's hier nicht. Deswegen sage ich, ich bin der Falsche dran. Finde ich fast komisch ein bisschen. So. Wieso? Ja, weil ich mir dann denke, also was bist du denn dieser Bundesrepublik schuldig? Ja. Weil das ist auch wieder ein komisches Schuldverhältnis, als wärst du diesem Land etwas schuldig. Du bist dem ja genauso wenig oder viel schuldig wie alle anderen hier auch, oder nicht? Du kennst doch meine Historie. Meine Eltern, die haben quasi einen Fußtritt bekommen von Pakistan. Mhm. Das ist, islamische Land hat sie ausgewiesen. Quasi zur Flucht gezwungen. Politisch Verfolgte. Deutschland hat sie aufgenommen. Mein Vater vom Flüchtlingsheim ins Eigenheim. Also hat ihnen alle Bedingungen, alle Startmöglichkeiten gegeben für ein vernünftiges Leben in Deutschland. Eine gewisse Schuld ist da sicherlich, oder ein Bedürfnis nach Revanche ist da sicherlich dabei. Ja. Interessant. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich im Extremfall. Das ist mir schon klar. Nur ich finde es interessant, dass du diese Gedanken hast. Und finde es auch interessant, nur einmal, um das zu Ende zu führen, das ist ja auch ein gewisser Schuldkomplex, den du da hast. Ein ganz anderer, aber finde ich interessant. Ich habe das gestern erst besprochen. Auch das Thema Veganismus oder Thema Gutmenschentum, Thema Erkenntnisangst. Wenn ich über diese Themen rede, es kann sein. Ich will das nur so vage in den Raum stellen, dass ich der größte, also der Kritiker bin, aber auch gleichzeitig selbst der größte Betroffene davon. Also diese Art von Aufklärung, die ich mache, auch eine Form von Selbstkritik ist, das ist sicherlich so. Regierungskritik ist immer auch Selbstkritik. Ne? Dass die da oben sind, das ist, weil wir hier unten so sind. Also das muss man auch akzeptieren. Wenn so viele so die Prozent so und so wählen, dann ist das, weil wir so sind. Ne? Also das wäre auf der individuellen Ebene gar nicht so verkehrt. Also die Idee. Mhm. Ja, aber wie gesagt, noch einmal zu betonen, der Patriotismusbegriff hat sich in Deutschland verändert. Deutschland hat sich in den letzten sieben Jahren, seit 2015, 14 ist irgendeine Zeitenwende in Deutschland eingetreten. Das ist wirklich der Zeitpunkt. Und das habe ich auch beobachtet im Fernsehen und so. Dass alles politisiert wurde. Das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass die Zentrifugalkräfte der Gesellschaft zunehmen und die Ränder gestärkt werden. Und die Gesellschaft immer mehr polarisiert und Lager sich verfestigen. Ne? Und weniger Dialog, weniger Konsens, Möglichkeit. Und das ist halt etwas, ja, ich finde das zutiefst ungesund für eine Gesellschaft. Aber das datiert sich, wie gesagt, ich würde schätzen, 2015, 2014 hat sich hier grundlegend etwas, ist im Brunnen gefallen. Ja, die Leute machen diese Zäsur auch eben mit der Migrationspolitik. Manche setzen auch eine Zäsur bei der hier Finanzkrise und dann ist 9/11 ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch noch, ja. Also da ist auch ein ganz, ganz wichtiger historischer Punkt. Auf internationaler Ebene, ja, genau, geopolitisch. Genau. Ja, absolut. Und es ist interessant, wenn man so zurückgeht und sich diese Punkte anguckt und dann merkt man auch, wie diese Krisen, alles wird immer enger, alles kommt immer näher zusammen und so weiter. Weil viele Leute auch immer so kritisieren, ja, wann kommt denn der Systemcrash? Ne? Weil die Crash-Propheten, und ich verstehe auch die Kritik daran, ja immer von dem Systemcrash sprechen. Und ich denke mir so, weißt du, wenn du in dieser Zeit bist, dann kannst du das manchmal gar nicht so richtig reflektieren, was eigentlich gerade los ist. Aber zurückblickend, also in 50 Jahren, wird diese Zeit wie so ein kleiner, das ist dann quasi wie so ein kleiner Crash aussehen. So, ich könnte es mir vorstellen. Du meinst, das ergibt im Rückspiegel erst ein ja, Bild. Hindsight ist 20/20, sagt man auf Englisch. Ja, also wenn du zurückblickst, hast du einen ganz klaren Blick auf die Dinge. Ich will damit nicht sagen, dass wir alles klar sehen, was in der Geschichte passiert ist, aber dennoch hat man durch die Distanz einen ganz anderen Blick auf die Geschehnisse. Ja, das denke ich auch. Und zwar ein anderes Beispiel, diese Geschlechterverirrung, die wir aktuell erleben. Ich glaube, Geschlechterverirrung, ja, meinst du? Mhm. Ja, hundertprozentig, wenn es auf einmal 70 Geschlechter gibt oder die Leute nicht mehr wissen, was sie heute und morgen sind und man nicht mehr sagen kann, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, weil es zu einem einzig subjektiven Bekenntnis runtergebrochen wurde. Ich glaube, ich hoffe, in 10 Jahren blicken wir zurück und sagen, das war ein kurioser Trend. Ja. Das ist die Hoffnung, meinst das du? Das wäre der Best Case. Also, ja. Wenn es bis dahin nicht sich noch weiter... Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen verrückter wird. Ja, was würdest du sagen, ist die Endstation von dieser Frage? Soll ich sagen? Mhm.
Ja, Normalisierung von anderen sexuellen Neigungen, würde ich sagen. Gut, du sagst, ich spreche jetzt von sexueller Orientierung, ich spreche ja von geschlechtlicher Identität. Ja, ich befürchte, dass das alles irgendwie so ein bisschen, ich sage nicht, dass die Leute, die andere, also Homosexuelle, das unterstützen. Ich sage nur, das wird so ein bisschen zusammen vermischt. Das wird der Versuch, der läuft ja. Ja. Aber die LGBs, die mittlerweile, die distanzieren sich auch ein bisschen von dem TQ+. Ja, genau. Das erleben wir jetzt schon. Ja. Also kann das ja schon mal nicht die Endstation sein. Mhm. Okay. Meiner Meinung nach, das gesetzte Ziel ist die Auflösung von Geschlechtern. Geschlecht soll an sich keine Sache sein. Und das lässt sich an einer anderen Ebene der menschlichen Identität auch feststellen. Ist ein anderes Thema. Nicht unbedingt, also meiner Meinung nach, ein absolut harmloses Thema, aber das wird halt ziemlich heiß gekocht. Rassenrealismus. Die einfache Frage, gibt es Rassen? So der Mainstream-Normie sagt nein. Manche sagen ja, weil die sagen, ja, ich sehe das doch, also ich sehe doch den Unterschied. Ne? Wenn ich dir die Frage stelle auf der Straße, aus welchem Land komme ich? Sag ich Deutschland, nein, Spaß. Ja. Aber stell dir vor, du hast nur die Antwortmöglichkeiten Japan und Pakistan. Dann kannst du dich nicht umstellen. Und du machst es ja an dem Fest, was du siehst. Das ist eigentlich eine gute Frage. Kannst du das mal machen? Kannst du mal bitte so eine Umfrage machen? Das hat Schlummer Finkelstein gemacht. Und damit hat er die YouTube-Karriere von jemandem beerdigt, weil derjenige halt sich dumm gestellt hat. Er hat gesagt, ich kann das nicht eigentlich, woher soll ich das denn wissen? Er hat gefragt, ist das ein Japaner oder ist das ein Aborigine? Zu sehen war ein Aborigine. Und der hat gesagt, ich kann das nicht sagen. Und das ist halt etwas, was ich halt sehe, weil, und das erleben wir ja in Bezug auf Rasse, du kannst auch Ethnie sagen, aber wir meinen doch dasselbe. Das soll getilgt werden, wird auch getilgt, das sollte aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Aus Artikel 3 Absatz 3, ne? Und auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat beinhaltet das Wort Rasse. Aber es geht nicht um Sprache. Es geht, dass man es aus den Köpfen streicht. Ne? Deswegen, das ist ja der Zusammenhang. Deswegen ist es schon wichtig, es aus der Sprache zu tilgen, weil es dann aus dem kannst du es gar nicht mehr denken, weil du das Wort gar nicht mehr hast. Ich verstehe die Herangehensweise derjenigen, die das halt abschaffen wollen. Aber das ist halt ein Trugschluss, ein lupenreiner Trugschluss, die Continuum Fallacy, weil man halt nicht, es gibt nicht Rassen in dem Sinne, dass man vier Schubladen hat. Und man kann alle eindeutig, es ist halt ein fließendes Continuum. Es ist ein Spektrum, ein fließend mit ineinander übergehenden. Du meinst wie die Geschlechter? Das wird ja da genau deswegen versucht, weil man dann auch die Continuum Fallacy bei den Geschlechtern anwenden kann und dann sagen kann, es ist ja ein fließendes Spektrum. Millionen Geschlechter bedeutet gar keine Geschlechter. Also es entwertet ja die einzelnen Geschlechter, je mehr es gibt. Und deswegen ist meiner Meinung nach, bei Rasse haben wir es schon erlebt, bei dem Geschlecht ist auch dasselbe Thema, Geschlecht soll es, das ist am Ende des Regenbogens, Geschlecht soll komplett getilgt werden. Mhm. Und das ist etwas, ich als Nicht-Feminist, als ausgewiesener Nicht-Feminist, mir könnte es egal sein. Wenn ich gegen Antifeminist bin, dann würde ich das sogar unterstützen. Ich als Mann werde darunter nicht leiden. Wenn unter der Abschaffung der Geschlechter jemand leidet, dann sind es Frauen. Die Linken sind entweder zu wahnsinnig oder diejenigen, die das halt vorantreiben, diese neue linke LGBT-Gruppe, entweder zu wahnsinnig oder zu dumm, um das zu sehen. Dass Frauen darunter leiden werden. Ne? Wenn du, also Schutzräume für Frauen werden halt abgeschafft. Frauen werden im Sport auf der Strecke bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das erleben wir ja jetzt schon. Ich als, also, wenn ich jetzt gehässig wäre und ich bin Opponent dieser Sache, dann würde ich sagen, freie Fahrt, macht weiter so. Ich kann mich zurücklehnen. Das ist eine freie, ich glaube, die Wirklichkeit wird da schon einfach ihr Spiel spielen. Oder nicht ihr Spiel spielen, die Wirklichkeit wird eintreten. Ja. Weil es geht, also, es geht das nicht. Ding ist halt, ich glaube, der Punkt an der Sache ist, ja, Geschlecht ist auch ein soziales Konstrukt. Aber zu wie viel Prozent, wenn du jetzt, sagen wir mal, hast 100%, wie viel davon ist sozial konstruiert und wie viel davon ist biologisch genetisch bestimmt? Mhm. Und ich würde locker sagen, dass mehr als die Hälfte biologisch genetisch bestimmt ist und dann ein Teil ist auch sozial konstruiert. Mhm. Natürlich, das ist so. Mhm. Ja, und es ist halt irgendwie so ein bisschen traurig, dass diese triviale Aussage, es gibt männliche Frauen und weibliche Männer. Weißt du, was ich meine? Damit könnte man ja auch einfach klarkommen. Ja, es ist aber so trivial eigentlich, das zu sagen. Also die inneren Widersprüche der Gender-Ideologie, das wäre eine eigene Trilogie wert. Mhm. Die inneren Widersprüche. Ja, meine Tochter, die spielt mit Autos, also ist sie wohl trans. Ach so, mit Autos spielen ist ein Geschlechtsmerkmal, aber Penis ist keins? Mhm. Also das ist so, es ist so, so twisted und komplett auf den Kopf gestellt, dass man sich fragt, so habe ich mir als Kind Erwachsene nicht vorgestellt. Aber du würdest auch zustimmen, dass Teil
des Geschlechtes auch sozial konstruiert ist, dass bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlich durch die Gesellschaft, ja, durch die Art und Weise, wie wir mit Personen umgehen, mit Frauen und Männern, dass die schon wir machen andere Erfahrungen, das ist einfach so. Also zum Beispiel, Menschen sind im Schnitt netter zu Frauen. Mhm. Das macht ja auch was mit der Frau, ja. Oder Männer sind im Schnitt mehr Opfer von Gewalt zum Beispiel. Ich weiß, das ist wahrscheinlich schon statistisch, ja, aber das ist wahrscheinlich schon kontrovers, sowas zu sagen. Aber das macht ja auch was mit dem Mann, wie er durch die Welt geht. Ne? Dann haben wir jetzt zwei Gegenüberstellungen. Das ist auch wieder, was ich immer wieder beobachte, entlang dieser Rechts-Links-Skala. Rechte würden sagen, in dieser Rechtsfrage eigentlich gar nicht rechts, das ist die absolute Mitte. Die würden sagen, ja, Geschlecht ist sozial beeinflussbar. Ne, aber auch eine natürliche Realität. Genau. Das ist ein gangbarer Kompromiss, den wir vorschlagen. Wir sagen nicht, es ist nur Natur. Das wäre rechts, wenn das die andere Seite wäre. Ja, und das ist nicht wahr. Ja. Und die andere Seite, die Linken sagen, es ist nur sozial. Ja, das macht keinen Sinn. Deswegen ist das eigentlich die Position der Mitte. Ja. Und das haben wir in so vielerlei anderer Hinsicht, ne, dass wir Kompromisse vorschlagen, wo Kompromisse schon als rechts gelten, damit deren Vorschlag einigermaßen immer diskutabler wird. Ne? Also mir fällt jetzt gerade ad hoc kein Beispiel ein, aber ich habe es immer wieder beobachtet, dass wir eigentlich... Ja, Klimawandel ist doch auch gut. Ich glaube, ja, das Klima verändert sich. Exakt, das war das andere Beispiel. Ich persönlich denke schon, dass der Mensch etwas damit zu tun hat. Denke ich, dass wir es beeinflussen können? Vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber ich denke, es wäre besser, sich darauf vorzubereiten, sich daran anzupassen, anstatt jetzt irgendwie diesen wahnsinnigen Gedanken zu haben, dass Deutschland das Klima verändern könnte. Das ist ja absurd. Dafür reichen ja die paar Statistiken, die ich habe, aus. Ja? Aber sollten wir deshalb mit unserer Welt irgendwie scheiße umgehen? Nein. Eben. Also, das wäre ein gangbarer Kompromiss. Ein gesellschaftsfähiger Konsens. Ja. Endlich haben wir mal... Aber das reicht nicht. Mhm. Und genau das... Also exzellentes Beispiel, genau das war das, was ich im Kopf hatte, gesucht hatte. Genau, das ist ein gutes Beispiel dafür. Umgekehrt, ne, das muss die radikale Flanke sein und das und alles andere ist rechts. Ja. Und das ist in dem Fall nicht rechts. Ich wehre mich nicht gegen rechts. Rechts muss genauso legitim sein wie links. Aber in dem Fall ist es noch nicht mal rechts. Das ist Mitte. Zu sagen, es gibt Mann und Frau, ist nicht rechts. Das ist Mitte. Wenn das jetzt demnächst rechts wird, ja, dann kann ich einige neue Leute in unseren Kreisen willkommen heißen wahrscheinlich. Ja, ja, es gibt halt bestimmte biologische Realitäten und ich auch als Frau, ja. Man setzt sich ja auch mit bestimmten Themen auseinander und stellt halt auch fest, ja, es gibt halt so wirklich biologische Unterschiede. Also man hat ja früher ganz viele, das finde ich auch so interessant, dafür haben Feministinnen eigentlich gekämpft. Man hat früher ja ganz viele medizinische Studien nur an Männern durchgeführt und wusste dann gar nicht, wie sie auf den weiblichen Körpern sich auswirken. Mhm. Ja? Und das war eigentlich so ein großes Problem, mal anno dazu mal. Und das hat man jetzt mittlerweile, stellt man fest, ah ja, Frauen reagieren tatsächlich anders auf dies oder aufgrund, ne, sind hormonell etwas komplizierter als der Mann und deswegen muss man auf bestimmte Dinge achten und das ist eigentlich eine Errungenschaft. Und jetzt denke ich mir auch, und jetzt sollen wir so tun, als wäre es nicht so, aber ich glaube, dass da schon in der Medizin darauf geachtet wird. In der Medizin wird auch darauf geachtet, dass... Die Medizin kann ja in die Augen der Schaffung schließen. Ja, eben. Und deswegen auch in der Medizin, deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen jetzt in der Hinsicht darüber, weil ich glaube schon, dass sie das berücksichtigen. Aber dazu habe ich eine Community-Frage zu diesem Thema. Und zwar, ist dieser neue Kulturkampf um Wokeness, Männlichkeit, Links, Rechts, wahrscheinlich auch Transgender und so weiter, nur eine mediale Inszenierung ohne viel Auswirkungen in der realen Welt? Geht es in der Politik nicht eigentlich um Wirtschaft, Energie, Finanzen, Handel, Verteidigung, also um die handfesten Themen? Das andere, das Erstere ist halt, würde ich sagen, Gesellschaftspolitik. Ne? Das ist halt ein absolut, also aus dem Feld, das seine Daseinsberechtigung hat. Und, aber da hat er noch... Also er meinte halt, ich glaube, auf was er hinaus will, ist, dass diese Themen, also dieses Geschlechterthema, auch dieses Transgender-Thema, quasi medial inszeniert ist und auch wahrscheinlich größer gemacht wird, als es ist. Und sich auf die parlamentarische Ebene einschleicht, auf die Bühne der wirklich entscheidenden Dinge einschleicht. Ja, wahrscheinlich, ja. So ein bisschen, ja. Ja. Das kann ich abschließend nicht sagen, aber das spielt auch aus oppositioneller oder alternativer Sichtweise keine Rolle, weil wir nicht den Luxus haben, die Themen zu setzen. Wir generieren kein mediales Momentum für das und das Thema. Wir sind darauf angewiesen, was ist gerade auf dem Tablett. Das kommt halt von anderer Seite. Man kann dann natürlich forschen, woher kommt das. Irgendwelche Thinktanks überlegen sich irgendwelche Pronomen und so. Das kann man natürlich erforschen. Halte ich aber insbesondere für die Frage, also für irrelevant, woher das kommt. Mhm.
Dann, weil wir jetzt auch gerade über das Thema Klima gesprochen haben, hier fragt einer, warum wählst du eine Partei, die den Klimawandel leugnet? Stimmt das? Ich weiß das jetzt gar nicht. Oder sind es einzelne Akteure, die das machen? Hundertprozentig leugnet. Also ich kenne niemanden, der den Klimawandel leugnet. Ja, ich auch nicht. Ja? Also das ist vielleicht, auch so. Vielleicht, also das ist die absolute Spitze der Klimaleugner. Leute, die das komplette Klima leugnen. Klimawandelleugner, auch das kenne ich nicht. Wenn ich etwas kenne, dann ist es, dass man bezweifelt, dass der anthropologische Anteil am Klimawandel entweder gar nicht existiert oder marginal ist. Mhm. Das wäre wahrscheinlich das, was man halt übertriebenerweise damit Klimawandelleugner bezeichnet. Gibt es? Die gibt es meiner Meinung nach in der AfD, die gibt es auch in der EIKE, das ist eine europäische Bewegung. Ich denke, das hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn wir uns immer wieder auf Wissenschaft berufen. Gerade die letzten Jahre in Bezug auf die Impfpflicht haben gezeigt, was für ein krankes Verhältnis wir zum Thema Wissenschaft haben. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wissenschaft hat auch insbesondere den Anspruch, sich selbst zu reflektieren und auch Gegenthesen zuzulassen. Und diese Debatte wird nicht geführt. Ich bin kein Experte für Klimafragen. Aber ich beobachte als einfacher Zivilbürger, dass die Debatte unterdrückt wird. Dass das einseitig geführt wird. Dass die Debatte überhaupt gar nicht geführt wird. Ja, sie wird gar nicht geführt. Und das, alleine das macht mich schon skeptisch. Alleine, dass das halt, dass man die Opposition nicht einlädt. Mhm. Mich als objektiven Betrachter der Szenerie, jemand, der ergebnisoffen sich so eine Diskussion anschauen würde, macht das skeptisch in Bezug auf diejenigen, die halt das Mikrofon in der Hand halten. Und das ist halt etwas, was allein deswegen würde ich halt dem eine Daseinsberechtigung geben. Ich führe die Debatte und dann kann ich immer noch sagen. Ne? Also das ist halt etwas, und wie gesagt, die letzten Jahre, die sprechen nicht gerade für die Seite, die sich immer auf die Wissenschaft beruft. Das muss man auch anerkennen. Ja, ich finde es auch so interessant, weil ja vieles mit diesen Modellrechnungen kalkuliert wird. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, die Modellrechnungen haben auch die Corona-Krise kalkuliert. Ich weiß, es sind andere Leute, aber irgendwie sind für mich dieselben Leute, die das propagieren. Und ich kann nicht anders, als zu denken, ihr erzählt uns schon wieder irgendetwas, um Angst zu machen, Krise zu machen. Und es leuchtet mir einfach nicht ein. Ja? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor dem Klimawandel. Es ist einfach so. Ja. Er findet statt. Ich würde das niemals leugnen, weil Wandel ist die Konstante. Ja? Es verändert sich doch ständig etwas. Aber sag mir eine Sache an der Stelle. Wenn es die ganze Thematik in den Medien nicht geben würde, hättest du das selber beobachtet? Du meinst, du leugnest es nicht, weil du es... Also es gibt wahrscheinlich nicht, dann wäre mir dieser sandige Fleck auf dem Feld da hinten nicht aufgefallen so sehr. Aber tatsächlich stelle ich fest, weil ich aber jetzt auch darauf achte, dass, weil hier in Brandenburg ist ja Sandwüste. Ja, das muss man wissen. Muss man nicht wissen. Okay, ja. Aber es ist sehr sandig hier in bestimmten Gegenden. Es ist ganz interessantes Terrain hier eigentlich. Und hier hinten gibt es ein Feld. Und da gibt es so einen Sandfleck und der wird jedes Jahr ein bisschen größer. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Gebiet hier irgendwann mal in hunderten von Jahren eine Sandwüste sein werden könnte. Mhm. Ja, also ich kann es mir einfach vorstellen. Okay, gut, durch die Gegebenheiten. Ja, das ist eine Beobachtung. Aber ob ich die hätte, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit mit diesem Thema Klimawandel konfrontiert worden wäre, ich wage es doch sehr zu bezweifeln. Aber aufgrund dessen fällt es mir natürlich auf. Andere Frage, ist dieses Argument mit dem Wissen, die Wissenschaft sagt, ist das nicht ein klassisches Autoritätsargument und damit ein Scheinargument? Ja. Weil dann, das erübrigt die Debatte nicht. Die Debatte muss sowieso geführt werden. Ich will die Argumente hören auf der anderen Seite. Und da gibt es seriöse Stimmen, die vor 20 Jahren oder 15 Jahren noch im Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden haben. Irgendwas hat sich da bewegt, irgendeine Agenda hat sich da augenscheinlich eingeschlichen und bin ich halt hochgradig skeptisch gegenüber. Ich bin einfach froh, ich sitze ja in Brandenburg ganz knapp, aber ich bin einfach froh, dass dieser Volksentscheid nicht geklappt hat, wirklich. Also stimmt. Dieser Klimavolksentscheid, ne? Stimmt. Boah, ich war, also und das in der Hochburg, ja, in der grünen Hochburg und dann auch noch ohne einer nennenswerten Gegenkampagne. Ja, also das finde ich schon bemerkenswert, muss ich dir sagen. Ja. Aber ich denke, ist die These in den Raum gestellt, die haben sich halt selber extrem unbeliebt gemacht. Also ja, mit der Klimakleberei, ja, also, das hat nicht geholfen. Das ist ein Bärendienst an ihrer eigenen Sache, kann nur gratulieren. Mhm. So, noch ein paar Fragen, hast du Bock? Ja? Okay. Ist dir Dresden zu rechtsradikal geworden, bist du deshalb umgezogen? Nein, also Dresden war tatsächlich... rechtsradikal. Wir hatten FDP-Bürgermeister, als ich da hingezogen bin. Aber ich muss dazu sagen, von den Großstädten her,
ist Dresden die rechteste Stadt und dennoch nicht rechts. Aber in diesem Inhalt. Kann man nicht sagen konservativ? Ich meine, nicht mal konservativ. Ah, okay. Nicht mal konservativ. Die FDP und in der Großstadt regiert meistens die SPD. Mhm. Das ist für München nicht anders, in Hamburg, Berlin so. Aber in Dresden hat es die FDP mal geschafft. Und das war schon, das war, ja gut, Hilbert, jetzt parteilos, aber war damals, glaube ich, bei der CDU offiziell früher. Das ist halt, das könnte man vielleicht konservativ nennen, ne? Aber was, das ist die parlamentarische Ebene. Was viel entscheidender ist, ist der Diskurs auf der gesellschaftlichen Ebene. Das fand ich sehr gesund in Dresden. Südlich der Elbe Pegida, nördlich der Elbe die Neustadt, das Links-Alternative-Viertel, ne? Und es hat sich einigermaßen die Waage gehalten. Ich fand das sehr erfrischend und sehr angenehm zu beobachten. Und wieso bist du dann weggezogen? Das hat private Gründe. Ach so. Ja, aber okay. Ein Punkt hat es mit Dresden zu tun. Ich war 7 Jahre in Dresden, ziemlich genau. Und Dresden hat mir fast schon zu sehr gefallen. Ich dachte, ich komme hier gar nicht mehr weg. Und man soll dann loslassen, wenn die Liebe so groß ist. Würdest du zurückgehen vielleicht irgendwann? Ich schließe das nicht aus. Es ist vielleicht nur ein Gastauftritt extern. Schön, ja. Hier fragt noch einer, wie viel Geld kriegst du für deine Arbeit und Promo bei der AfD? Von der AfD kriege ich gar nichts. Ja. Würdest du gerne Geld von denen kriegen? Nein. Die würden dich doch super gerne rekrutieren. Ich hatte schon mal Angebote. Bestimmt auch im Bundestag zu arbeiten und so weiter und so fort. Ja, auch sowas. Ja. Aber da kommt es drauf an. Also das zum Beispiel Mitarbeiter der AfD ist schon mal ein anderer Stempel als eine Podiumsdiskussion bei der AfD beigestanden. Oder einen Vortrag für die AfD gehalten. Das sind unterschiedliche Dinge. Oder auf die Straße gegangen, sich mit Antifa geprügelt für die AfD. Das sind unterschiedliche Dinge. Gewisse Dinge würde ich ablehnen. Da ist mein Preis zu hoch, nicht bezahlbar. Oder andere Dinge finde ich halt streitbar, wenn das Geld zweitrangig ist. Ja. Ich gucke gerade, was wir hier noch haben. Oh, hier ist irgendwie. Warte mal. Ich habe hier auch noch Community-Kommentare. Hier sagt einer, viele Grüße von Musterbob. Also der hat mir bei Telegram geschrieben, hat dir viele Grüße ausgerichtet. Ich fand das irgendwie witzig. Grüße zurück. Ja, und jetzt einer schreibt hier, jetzt mal im Ernst, was soll man jemanden, der immer noch wählen geht, fragen? Oh Gott. Die Diskussion können wir ja führen, Jasmin. Du willst ja auch nicht. Ja, aber ich bin da nicht, ich bin kein Prediger. Ich, weil du selbst nicht davon überzeugt bist? Oder? Ja, ich als Anti-Etatist nehme ich mich ja gerne raus aus diesem Ganzen. Und ich weiß auch, dass ich das bestimmt auch mache, um mich nicht angreifbar zu machen, 100%. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, nein, ich glaube da auch nicht dran. Ja, ich habe keinen Bock, dieses alle 4 Jahre diese Stimme abzugeben für Themen. Ich will, dass sie sich alle um weniger kümmern. Meine These wäre, wenn alle Politiker einfach mal kurz so machen würden, Hände hoch, würden aufhören, irgendwas zu tun, wäre erstmal schon ganz viel geholfen. Das ist eine utopische Wunschvorstellung. Ja, und darf ich die nicht haben? Ja, ja, aber damit, wenn es an der Realität vorbeigeht, natürlich darfst du die haben, aber was bringt das? Ich sage meine These, wir haben jetzt 6 relevante Parteien im Parlament, im Bundestag. Wenn du nicht wählen gehst, dann wählst du alle Parteien zu einem Sechstel. Das ist genauso wie wenn die Leute sagen, ja, wenn du in der Berlin, bei der Berlin-Wiederholungswahl, ja, wenn du die AfD wählst, dann ist es eine verschenkte Wahl, deswegen musst du die CDU wählen, bla bla bla, dieses ganze strategische Wählen und so weiter. Und das finde ich, nein, meine Wahl gehört mir ich nicht wähle, dann wähle ich nicht. Wenn es um einen Oberbürgermeister geht, da macht es Sinn, dass nur derjenige gewinnen kann, es gibt nur einen Gewinner. Aber ist die AfD mit 200 Kopf vertreten im Bundestag oder mit 400? Das macht einen Unterschied. Ich denke, das ist relevant. Wenn du auch deinen Anti-Etatismus realisiert haben möchtest, dann muss es einen Weg dahin geben. Ja, aber den gibt es nicht, weil alle Parteien sind etatistisch. Aber die auch AfD, die Liberalen. Auch die die sind auch Etatisten. Ja, es gibt da aber Libertäre drin. Ja, aber nur weil es Libertäre drin gibt, heißt nicht, dass es gibt auch bei der FDP Libertäre. Ja, aber ja? Jasmin, lieber gar nicht dem Ziel näher, also gar nicht dem Ziel. Man kommt dem Ziel auch nicht näher, indem man eine Partei wählt, weil es geht ja nicht. Die Leute, die in dem System sind, sind von dem System abhängig und werden dieses System niemals abschaffen. Das ist jetzt die Libertarismus-Debatte. Ja. Ich verstehe das. Das lässt sich auch auf ganz viele andere Themen anwenden. Auch der Öffentlich-Rechtliche. Der kann sich selber gar nicht reformieren, weil das System nicht reformierbar ist. Systeme können sich selber nicht reformieren. Ja, das ist ein sich selbst bestätigendes System. Ja, genau. Und die können, die vereinnahmen alle kritischen Instanzen und so. Ja, das verstehe ich. Aber ich meine, als Anti-Etatist, wir haben jetzt eine allgemein Abgabenlast von fast
70% in Deutschland. Als Anti-Etatist müsstest du auch ein Interesse daran haben, dass es nicht fast 70% sind, sondern mit fast 50% wäre doch besser. Nur 50% wäre doch besser als fast 70%. Mhm. Also man kann den Ding halt schrittweise näher, nur weil man das nicht alles haben kann, heißt das ja nicht, dass man auch das bisschen aufgibt. Das ist halt etwas, was ich halt so... Ich verstehe, warum man diesen Schritt, diesen Weg nicht geht. Ne? Die Dinge, die gehen halt nur mal Schritt für Schritt. Und gerade ein Land, 80 Millionen Einwohner, dessen Müll mal langsam, ja, das weiß man. Ja, das ist richtig. Aber diesen Weg muss man halt gehen, dann Schritt für Schritt halt vielleicht. Nee, wenn es so eine Partei gibt, die da vielleicht einen Schwerpunkt drauf legt, vielleicht würde ich es mir dann überlegen. Aber ich habe so meine Zweifel, auch wenn diese Partei größer werden würde. Die würde man, würde sich Verein verleihen. Ja, es ist einfach so. Es ist auch zu bequem, weißt du? Aber es ist so komfortabel, da drinnen zu sitzen. Alles, was du zur Verfügung hast, es ist unglaublich. Ja. Aber warum funktioniert diese Einverleibung in Bezug auf die AfD nicht? Ich denke, das funktioniert sehr wohl auch auf die AfD. Die haben immer noch keinen Bundestagsvizen. Die ja, haben immer noch okay. keinen Wunsch und Grappe im, okay, im aber Öffentlich-Rechtlichen. Die sind auch sehr bequem dort im Bundestag. Ja, nur weil sie halt diese Streitigkeiten haben. Und ja, wahrscheinlich ist es auf dem Flur nicht immer nett mit den anderen Kollegen. Okay, das ist fair. Es geht nicht um nicht nett, es geht um keinen Bundestagsvize. Das macht einen großen Unterschied, weil derjenige, der halt die Moderation macht. Es geht um Rundfunkrat, die haben nichts zu sagen im Öffentlich-Rechtlichen, immer noch nicht. Die haben die AfD-nahe Stiftung, Desiderius Erasmus Stiftung, die hat immer noch Mittel zur Verfügung, weil das denen verwehrt wird. Ja, und weißt du auch, was ich da interessant finde? Wenn es um mehrere Millionen geht, dann machst du einen großen Unterschied. Ja, aber weißt du, was ich an diesem Stiftungsthema so interessant finde? Der Punkt ist ja, dass alle parteinahen Stiftungen kriegen Geld. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, warum kriegt ihr überhaupt Geld vom Bund? Und dann fände ich es besser, dass die AfD sich dafür einsetzt, dass gar keiner mehr Geld vom Bund gibt. Sollen die sich selber finanzieren? Sollen die aus ihrer Partei heraus das finanzieren? Die wollen ja einfach nur die Gleichbehandlung. Das verstehe ich zwar. Aber als libertäre Partei würde man sagen, wisst ihr was? Dann kriegt keiner mehr Geld. Okay. Weil das ist alles Steuerzahlergeld, was in diese parteinahen Stiftungen geht. Und ich denke mir so, nein. Dann will ich weder, dass die AfD das kriegt, noch die SPD, sollen die ihren Müll selber finanzieren. Okay, jetzt mal analytisch. Das ist der Best Case für dich. Ja. Am besten komplett abschaffen, diese Stiftungen. Nein. Die Stiftungen sollen sich selber finanzieren. Die Steuerfinanzierung. Ich bin nie dafür, dass... Die Steuerfinanzierung, ja. Genau. Die Steuerfinanzierung. Ja. Auch Lanz muss nicht abgeschafft werden, der soll sich nur selber finanzieren. Genau, und das Angebot ist ja exzellent, journalistische Exzellenz. Das wird sich wahrscheinlich behaupten. Absolut, er wird Sponsoren finden, natürlich. Ja, genau. Klar. Also wir kennen ja... Also, das ist der Best Case. Der zweitbeste wäre doch nicht, dass alle bekommen, nur die AfD nicht, sondern dass sie alle bekommen. Oder sagst du dann, okay, dann sparen wir uns das Geld von der AfD? Weiß ich nicht, so weit habe ich noch nicht gedacht. Okay, ich bin einfach da hängen geblieben, so bei meinem Best Case. Aber es muss auch diese Position geben. Gibt's der Grund, auch? Warum ich mich ja auch überhaupt als Anti-Etatistin bezeichne, zum einen, weil es gut klingt, ja, und Leute danach fragen, ist, weil ich einfach will, dass dieses Gedankengut, ja, auch einfach mal irgendwie, ja, ins Gespräch gebracht wird, dass man überhaupt so denken kann. Ja, dass man überhaupt... Libertarismus. Ja, oder auch, dass dieser Etatismus, der in Deutschland eben vorherrschend ist, dass man den auch mal in Frage stellen kann. Ja. Warum muss das überhaupt so sein? Warum müssen wir so hohe Abgaben zahlen? Ich war jetzt erst kürzlich in der Schweiz zum ersten Mal in Zürich. Guck, aber ich war nicht essen, es ist alles viel zu teuer. Ja? Bin in den Supermarkt gegangen, so habe ich essen können. Und guck auf den Kassenbon, 2,5% Steuern. Auf den Einkauf im Supermarkt. Und ich denke mir so, ja, so sieht das ungefähr richtig aus. Ja, das ist angemessen. Aber das ist ja auch nicht Anti-Etatismus. Nein, aber ich bin ja kompromissbereit. Es ist besser. Ja, genau. Ich bin kompromissbereit. Das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Nur es ging mir nur darum, dass ich einfach möchte, dass Anti-Etatismus das in Frage stellen überhaupt erstmal da ist. Ja, das verstehe ich. Ja. Also, dass die Idee überhaupt erstmal genau. Klang findet. Und vielleicht deswegen auch meine Haltung in dem Sinne, dass ich das alles ablehne und sage, nö, ich denke, wir könnten das alles auch anders regeln. Ja? Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass Parteien die Lösung sind in dem Zusammenhang. Aber ich bin auch jetzt niemand, die jetzt da so predigt, ihr solltet nicht wählen. Nein, unter keinen Umständen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man da auch wenn man da Hoffnung hineinsetzt. Und da vielleicht zum Abschluss die Frage, hat auch einer kommentiert hier. Ja, ich frage mich, ob Ferus uns Hoffnung machen kann, dass die Dinge sich zum Guten entwickeln können. Also ich bin von Zeit zu Zeit selber sehr resigniert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, aber ich nehme an, dass das insgesamt auf lange Fristen ein Pendel ist und dass die Dinge sich halt erst verschlimmern müssen, bevor sie sich verbessern können. Und
Ja, das oszilliert halt. Wir haben nun mal das losgezogen, in dieser Zeit hineingeboren zu sein. Das stellt andere Herausforderungen an uns. Ne? Wir müssen nicht unseren Kopf hinhalten auf einem Schlachtfeld, zumindest nicht wie in Deutschland. Ne? Es gibt andere Herausforderungen. Es gibt auch andere, das muss man auch dazu sagen, andere Gefahren, andere Tode zu sterben. Also nur weil man nicht physisch umgebracht wird, heißt das nicht, dass man nicht hier auch anderweitig liquidiert werden kann. Ne? Also finanzieller Tod, sozialer Tod. Ne? Es gibt andere Gefahren in unserer Zeit, auf diesem Ort. Das ist halt etwas, dem man sich ansehen sollte. Und da lege ich jeden Mut ans Herz. Gut, Feroz, ich hatte zwar noch mehr Fragen, aber ich denke, wir sind am Ende des Gesprächs für heute. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich gucke gerade noch auf meinen Zettel. Ich hatte noch, weißt du was? Nee, das mache ich noch hier. Sorry, ich muss das noch hier erwähnen, weil ich habe hier noch was aus unserem ersten DFP-Interview damals. Und da war eines deiner Ziele, dass du einen Knoten lösen möchtest. Ja. Glaubst du, du hast das geschafft? Es ist schlimmer geworden. Es ist leider schlimmer geworden. Also der Knoten ist noch verknoteter geworden. Ja, hundertprozentig. Es ist schlimmer geworden. Ja, die Debattenkultur in Deutschland, die ist nochmal eine Etage tiefer gewandert. Das ist, was ich beobachte. Es haben sich mehr Themen eingeschlichen. Die Ausgrenzung ist noch härter. Die Spaltung der Gesellschaft, die eben von Herrschenden vorangetrieben wird, die ist erscheint noch unüberwindbarer. Aber wie eben schon gesagt, ne, das ist ein harmonisches Auf und Ab. Vielleicht kommen bessere Zeiten, nachdem man die schwierigen Zeiten überstanden hat. Ja. Okay, gut, interessant. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich möchte vielleicht noch was Positives zum Abschluss sagen. Ich sehe schon, dass sich durch eben diese Krisen, die wir jetzt so alle durchgemacht haben, ja, oder auch noch immer durchmachen, dass sie eben neue Allianzen bilden. Und ich sehe das als was unglaublich Positives. 100%. Auch, dass dieses kritische Spektrum so groß geworden ist und so vielfältig und bunt. Ja? Ich benutze diese Worte absichtlich. Aber das ist wirklich bunt, weil das ist nicht nur äußerlich. Es geht hier da, wo es wirklich wehtut, um andere Meinungen und andere Sichtweisen. Da, wo es wirklich drauf ankommt. Wo es wirklich, wo Toleranz im Sinne von erdulden, wo man zähneknirschend etwas ertragen muss. Da sind die Linken die intolerantesten und da sind wir wirklich die diversesten. Ja, und ich finde, das ist etwas Positives und auch, dass sich da eben so eine schöne Szene auch etabliert hat. Und deswegen sage ich auch immer wieder Dankeschön auch an meine Abonnenten. Es ist unglaublich, wie wir hier gewachsen sind. Und ich würde auch jeden nochmal dazu animieren, auch den Abo-Knopf zu klicken, weil es ist so relevant, wenn die Abo-Zahlen größer sind, weil dann kann man das nicht mehr ignorieren. Du weißt, was ich meine damit, ne? Und ich glaube, das will ich hier an dieser Stelle nochmal sagen und natürlich auch Dankeschön an alle Unterstützer da draußen. Ich weiß es sehr zu schätzen und danke, Feroz, an dich, dass du hier zu mir gekommen bist und dass wir uns mal wieder sprechen konnten. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr angenehm. Danke.